we do this, then we do the Bed Wars, then we do... What do we do? What do we do? What do we do? Bonjour, meine Freunde der leichten und seichten Unterhaltung. Wir spielen wieder mal eine Runde Bed Wars und Team Paluffel rasiert wieder Beine. Hi! Hi, wir rasieren Beine. Ich möchte aber keine Beine rasieren. Warum? Du fragst tatsächlich noch, warum? Ja. Hast du dir schon mal die Beine rasiert? Du nicht? Hatten wir das Thema nicht schon mal? Ja, nee, hatten wir nicht. Also sicher? Ich hatte auf jeden Fall nicht mit dir das Thema. Vielleicht hättest du schon mal mit jemand anders über meine Beine gesprochen. Mit Herr Bergmann zum über Beispiel. Deine Beine, ja, das stimmt. Ich weiß, Bergi auf jeden Fall auch schon mal ein paar Blicke drauf geworfen. Okay. Also er hat auch schon mal dran gerieben, tatsächlich. Das haben aber nicht viele gesehen. Ist in irgendeinem Vlog drin. Hat aber rausgeschnitten, war ihm zu unangenehm dann. Weil er hat halt gesagt, boah, das ist mega schön, deine Beine. Ich finde keine Worte, um gerade in irgendeiner Weise darauf zu antworten. Oh Gott, rot hat das Gold, ne? Ja, die haben, und vor allen Dingen sind hier zwei Grüne, die boxen. Ja. Oh, warte mal, hier, dann gehe ich einfach zu Grün. Lol. Nein! Oh, wie hat er das denn bitte noch gemacht? Okay. Ey? Ich war sowas von weit weg. Der kann er, ne? Oh, jetzt kommt hier aber ein Grüner. Oh. Ja, wäre Pedizel nicht hier, dann hätten wir schon verloren. Ja. Aber ich habe einfach... Richtig. Wollte mir ein eiskaltes Bett wegnehmen, ja, der grüne Schwein. So ein Schweinepriester. Ich hab den getötet, ja. Ich zieh jetzt direkt weiter. Durch die Straßen, auf und nieder, brennen die Laternen wieder. So. Warte mal, hier rote, ist gelbe, grüne, blaue. Lieber okay, ich versuche mal blau zu destroyen. Komm und schaue. Okay, ich mache hier gerade, ich occupy grün, ich habe halt überhaupt keine Leben mehr. Blau läuft. Blau okay. Kann so zu unserem Bett laufen, das ist schlecht. Okay, warte, ich bring mich um. Ja, warte, nee, der schafft er nicht. Nee, ich bring mich um. Jetzt ist schon zu spät, ich hatte eh keine Blöcke mehr. Es ist zu spät, sich zu entschuldigen. Entschuldige, hast du ihn getötet? Natürlich. Es ist zu spät, okay, warte. Ich meine, wir müssen ja rasieren. Wir haben wieder rasiert. Ja, hast du irgendeine Geschichte mit dem Rasierer am Start? Ich habe meine Wette verloren. Echt? Muss ich mir so Kaltbacks streifen. Eine Glatze rasieren? Darf ich das jetzt auf Thumbnail machen, weil ich es gesagt habe? Glatze rasieren? Was? Wieder dein Glatze rasieren Ding. Ach so, das. Ja, das war nicht schlecht. Aber das darf nur Piedizzle. Warum kriegst du kein Knockback? Okay. Meine Fresse, ey. Warte mal, ich brauche was zu essen. Ich hatte übrigens gerade, hatte ich Smurf eben schon erzählt, eine super leckere Pizza, ey. Ja, Piedizzle, du hörst dich auch noch richtig destroyed an. Boah, ey, ich bin komplett im Arsch. Innen drinnen. Okay. Okay, so, ich bin hier gut am Occupyen, Alter. Gut am Occupyen. Du hast einen Bogen? Natürlich. Miese Nummer, Piedizzle. Miese Nummer. Oh, jetzt ist er runtergefallen. Na, ich hol mir mal ein paar Sachen schnell. Und dann mach ich das auch hier fertig schnell, ne? Ja, hier ist ja nur noch green. Ja, deswegen sag ich ja, das ist voll die lockere Runde, Alter, voll die Chiller. Bob Marley hier, Alter, ist richtig am Rasieren, du alter Bob-Maker. Oh, jetzt komm mal her, ihr. Oh, so, jetzt Smurf, ich möchte gerne, dass du denen den goldenen Schuss setzt. Ja, okay, gut. Ich wollte jetzt eigentlich gerade nur mal kurz einen Bogen holen, aber ich möchte das mal schnell. Nee, die haben ja nichts. Ich komm jetzt, alles gut. Ich chill hier. Ich hobbel langsam rüber, ne? Als easy. Du hast das ja alles im Griff, oder, Bob Marley? Ja, sieht alles tutti frutti aus. Mhm. Ach, haben sie hier das abgebaut, oder? Oh, nee, oh. Das war knapp. Okay. Ich hab nur ein halbes Herz. Bin tot. Ja, warte. Zack. Da ist es. Piedizzle, Alter. Ohne Piedizzle. Oh, der Grüne läuft weg. Alles ich laufe einfach mal so ein bisschen im alles Kreis. Gut, alles gut, alles gut. Also ich mache jetzt so eine kleine Party. Au! Alles oh gut. Gott. Ist er Alter, kommt er zu uns? Digga, chill mal, deine frickin' Passes sehe ich. Okay. Aber diesen beiden... I'm down. Das ist natürlich jetzt, skandalös. Scandalous. So scandalous. Okay, ich habe die Mitte aber hier im Schlüssel. Die werden sich jetzt weiter probieren, da einzubauen. Oh ne, die kommen beide. Okay, einer ist down.
Und der Rapper, der probiert auf jeden Fall jetzt nochmal irgendwas. Papa Rapper, the Rapper. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Er ist einfach runtergesprungen. Er wäre mit runtergefallen. Nein. Oh nein! Nein! Ja! Guck mal, das war die geschillteste Runde, die ich seit langem hatte. Also wenn ich an unsere Runde vorgestern denke oder gestern. Das war ja purer Stress. Das war, aber wir müssen auch einen Gang runterschalten. Wir können nicht immer bei so 120% gehen. Manchmal chillen einfach, Leute. Okay, aber dennoch sehen wir uns, glaube ich, nochmal kurz in der zweiten Runde wieder. Denn es waren 5 Minuten oder 4 Minuten. Das kann es ja nicht sein. Jetzt gibt es eine richtig kranke Runde. Eine richtig kranke zweite Runde? Okay. Ja, schauen wir mal. Na, cut. So, da sind wir wieder. Wir spielen noch eine Runde Desert. Er hätte schon tapfer sein. Ja! 4 Sekunden! Du hast einen neuen Rekord. So, da sind wir jetzt in der dritten Runde, nachdem wir Desert dominiert haben. Das war krank. Das war. Ja, habe ich euch zu viel versprochen, Leute? Ich habe nur gesagt, die zweite Runde darf wirklich eskalieren. Also. Ja, die war mit Abstand das krasseste, was ich seit langem auch gesehen habe, tatsächlich. Definitiv. So. Die Runde hat gezeigt, wo der Frosch die Locken Mach. Ich hatte keine Blöcke mehr. Also. Ja, du setzt da einen Block hin. Ja, tut mir leid, Ich hatte einfach keine mehr. So. Oh mein Gott. Ich hab gestern mal gesehen im Stream von Simon, Alter, wie schnell der Sachen kauft manchmal, so richtig sick. Okay. Oder auch Stigi, Alter, der kauft auch so schnell einen immer. Ich bin ein Opa-Einkäufer. Ja. Auch was das Looten oder so angeht, das dauert einfach zu lang. Das Looten, Alter. Weißt du, von ein paar Looten? Okay, Rot müsste... Ja, ein paar Looten, lootet. Rot müsste nicht weg sein. Oh mein Gott, die haben es einfach eingebaut. Ich dachte, wir machen jetzt hier so eine Rush-Runde und jetzt machen die Leute auf einmal einen auf Defensiv und bauen ihren Scheiß ein. Das ist bei euch falsch, Alter. So, da müssen wir natürlich direkt nachziehen, nachwidern. Ja, du musst richtig alles einbauen. Du musst daraus Alcatraz machen. Alcatraz Dizzle. Ach, wir haben ja noch einen Mitspieler. Ja, der ist fleißig, der ist nifty. Heißt, der ist nifty. Nifty nenne ich ihn. Oh, da kommt Late. Rot macht einen Großangriff gerade hier. Okay. Aber das ist kein Problem. Ich hab die beide runtergeschlagen. Nee, die sind höchstwahrscheinlich noch im Wasser. Ja, wo ist er hin? Der ist definitiv noch hier. Oder sind die beide tot? Ich weiß es nicht. Du hast. Doch, sie siehst du auch, sind beide gestorben. Alles gut, okay. Alles cool, yo. Leute, raste nicht aus jetzt in den Kommentaren, dankeschön. Like dieses Video. So, zack. So. Heftig. Rot ist auf jeden Fall ganz versessen auf uns. Die haben einen richtigen Narren ja, gefressen. Guck, das ist mein. Oh ja, genau, Alter. Jetzt. Boah, wie ich zerfickt wurde! Du hörst einfach nur die ganze Zeit. Apidizzle in seiner Ruhe, Alter. Der ist hier so richtig Fels in der Brandung. Er ist so richtig, weißt du, wie so ein Vater gerade. Ist wie so ein Papa. So ein Minecraft-Papa. Papa Apidizzle. Mit seinen 91 Jahren. Ja, da hat man viel erlebt. Da hat man viel gesehen. Der eine läuft schon wieder direkt hinter dir her. Und raubt. Ist ein Problem. Digga, jetzt geh mir nicht auf den. Oh ja. Yo! Hey yo! Da hab ich verschneiselt. Schön mit Bug-Using, wohl bemerkt. Wieso? Ja, ich hatte keine Blöcke dabei, deswegen habe ich mich dann in einem Block hochgebuggt. Ist das legal? Das ist legal. Ja? Vielleicht wirst du auch gebannt. Ja, okay. Aber ich dachte, es geht, von daher, das geht ja bei Leafs immer mega einfach, dachte ich mir, mach's jetzt einfach mal. Trick 16 war das. Das ist Trick 16, für die Leute, die es noch nicht wussten. Also wenn ich es nicht machen durfte, tut's mir leid, aber ich hatte einfach keine Blöcke dabei. Deswegen dachte ich mal, also ich meine, es ist ja eine Möglichkeit und ich weiß ja nicht, ob das festgeschrieben ist. Ich lasse es einfach mal so im Raum stehen. Bug User, Alter. Oh nee, Gelb hat einen Bogen. Das ist natürlich. Ja, aber Pidel hat auch einen Bogen. Und Papa ist so ein kleiner Runderkicker. Wenn er nicht stirbt, noch einmal. Ah. Digga. Alter, wie ruhig du bist. Ich bin richtig irritiert, ey. Seitdem du umgezogen bist, erlebe ich ganz neue Seiten an dir. Weißt du, ist nicht mehr dieser angestrengte Typ, der da zu Hause in seinem Keller sitzt. Ja, das letzte Mal war ich sehr, sehr happy, ja, aber heute glücklich. Bin ich einfach nur krank. Ja, du bist entspannt krank. Du bist nicht krank. Ja, man muss auch einfach, weißt du, hang loose.
So sagen meine Surfer-Buddies das immer. Ja, so hang loose, Peter, ja. Hang loose. Du bist auch so ein kleiner Hang loose, Alter. So, jetzt habe ich den mal kurz die Kiste leer geräumt, da war eh nichts drin. Oh Mann, ey. Hast du den Pfeiltypen getötet eigentlich gerade? Ich glaube schon. Krasser Typ, ey. Zieht euch das rein, Alter. Er hängt loose. Ich hänge loose. Der Surfer-Buddy und der Bug-User. Ja. Das sind wir. Best Team EU. Best Team EU. Paluffel schwör. Also, Team Gelb hat eigentlich nicht so viel zu melden gerade. Nee. Also, wenn du nochmal mit dem Schwert hinkommen würdest, dann. Schwert, sagst du. Würd's bei denen nicht gut aussehen. Okay, ich geh mal kurz hin. Machen wir mal kurz ein Schwert. Eine schreibt Hexor. Ja. Du wieder. Gehen. Du hast immer, ne? Jedes Mal, wenn du am Bogen bist, dann kommt immer dein Mega-Gehacke im Chat. Dann rasten sie alle mal aus. Aber ich muss sagen, ich hatte auch gerade eben schon eine lautstarke Diskussion. Das werdet ihr schon gesehen haben gestern in der Folge mit Mr. Moore. Mit ein paar Leuten, die sich wieder tierisch darüber aufgeregt haben, dass wir genau das gleiche gemacht haben wie sie. Und zwar haben wir einfach in der Mitte nur halt so einen Bogen halt die Leute ein bisschen occupied, ne? Ob die das rasieren, oder? Ja, ich komm mir, ich bräuchte einfach nur mal, okay. Nur mal Backup. Ich komm jetzt hier. Okay, tipptopp. Okay. Get down. Da sind ein paar am Laufen, ey. Ja, aber bringt ihm ja nichts. Unser der Grüner, weißt du, was ist voll die Late-Back-Runden. Ich hab das so ein bisschen vermisst nach den anstrengenden den letzten Tagen. Jetzt haben wir noch Blue. Oh, Blue, mal. Double, D, Double, Light. Na, 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 oh, er baut mir noch einen Weg dazu, das ist ja nett. Oh, er hat auch einen Bogen, ja. Ja, zwei sind zu viel. Zwei sind einer zu viel, Bro. Double, die, Double, die, Double. Ich glaube, er weiß nicht, welche Farbe wir sind, weil sonst hätte er auch einfach zu grün gehen können. Ja, er geht gerade zu gelb. Ja. Er hofft bei gelb noch irgendwas zu finden. Aber Moment, das sind ja zwei, ne? Oh, jetzt ist er nach da unten gelaufen. Das sind ja zwei, ne? Wo ist denn der andere? Wo ist denn der andere blaue? Das ist wieder so ein Suchding jetzt. Weil bei uns ist er nicht. Ach, der ist da unten. Ah. Nifty. Oh, Bernd ist tot. Nifty. Komm mal. Ist er raus? Ja, okay. Ey, wie laid back, Leute. Ich hoffe, euch haben diese drei Runden gefallen. Wenn euch die zweite Runde gefallen hat und ihr mehr solcher Runden sehen wollt, könnt ihr gerne mal ein Like da lassen. Bei 4000 Likes machen wir nochmal so eine Runde. Kein Joke, ey. 5000 Likes zeige ich ein C. Bei 6000 Likes zeigt Pidizel sein Gesicht. In meiner Folge. Ja. Das passiert. Endlich. Das sind die Like-Ziele, die wir haben, diese Folge. Ich verabschiede mich so laid back, wie diese Folge war, mit Keep on strolling, rolling. Keep on rolling. Schaut auf jeden Fall auch bei P zu dem Alu Luden vorbei. Der hat sexy Folgen, da machen wir jetzt auch noch eine Folge. Die kam vielleicht gestern, morgen, heute, ich weiß nicht wann. Und dann wünsche ich euch viel Spaß noch bei eurem Leben. Peace out, enjoy life, live the adventure, boom. Ciao. Boom.